Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir melden uns heute zurück mit einer neuen Folge von Habe, Nicht und Mutlak. Offen und ehrlich. Und heute zu Gast sind wir beim Flossbach von Storch Research Institut hier in Köln. Uns gegenüber sitzt Marius Kleinheier. Herr Kleinheier ist studierter Volkswirt und promoviert auch gerade im Fach Austrian Economics. Insofern, das trifft sehr auf meine Zustimmung. Da freue ich mich dann auf Ihre Expertise im Weiteren. Und Sie sind seit 2017 hier schon am Institut und tätig oder zuständig für die finanzsoziologische Seite. Ist ja gerade sehr wichtig, wenn man sich das Thema Geld und Co. ansieht, was für umverteilende Effekte das hat. Und wir freuen uns, dass wir bei Ihnen hier zu Gast sein dürfen. Mit der ersten Frage übergebe ich dann gerne an meinen geschätzten Kollegen Georg Habenicht. Herr Kleinheier, kann man eigentlich mit der Forderung nach mehr Gerechtigkeit jedes funktionierende Gemeinwesen aus den Angeln nehmen? Ich denke ja. Das Problem, was wir bei dem Thema Gerechtigkeit immer haben, ist, dass wir einen sehr ungenauen Begriff haben, den man also auch für alle möglichen und unmöglichen politischen Ziele verwenden kann. Und ja, man kann ein Gemeinwesen damit auch zerstören. Das möchte ich allerdings niemandem im politischen Kontext unterstellen. Das Problem ist nur, dass so etwas passieren kann, wenn man eben die Belastungsgrenzen austestet. Und insofern haben wir durchaus ein grundsätzliches, ich möchte sagen, ein ordnungsökonomisches Problem, nach welchen Prinzipien wir auch Gerechtigkeit verstehen. Und es gibt Leute, die leider diese Grenze, mit der man über staatliche Einflüsse in die Gesellschaft reinwirkt, immer weiter ausreizen und damit natürlich logischerweise irgendwann auch an Grenzen kommen müssen. Und dagegen würde ich sagen, nein, so wenig wie möglich sollte das Ziel sein. Wir sollten es immer in die andere Richtung versuchen zu schieben. Ich möchte da gleich nachhaken. Man braucht ja nur Mittel mehr fordern, als bereitzustellen, man imstande ist. Das meinen Sie also, es wird immer mehr gefordert, als zu liefern? Ja, letztendlich ist es ein politisches Problem. Also der Politiker hat ja als erste Pflicht natürlich erstmal wiedergewählt zu werden. Und die bekannte Problematik erschließt sich ja dadurch, dass es ein Kurzfrist-Langfrist-Problem gibt. Und wenn ich mehr verspreche, als ich halten kann und auch sozusagen den Eindruck erwecke, ich könnte diese verschiedenen Ansprüche alle auch bedienen, könnte ich langfristig dann Probleme kriegen. Und im Prinzip ist es nichts anderes wie in einem Haushaltsbudget bei privaten Leuten. Man kann eben nicht mehr machen, als man hat. Nur, wir haben natürlich andere Zeitdimensionen, weil wir es natürlich in einem Staat auch mit ganz anderen Ressourcen zu tun haben. Nun haben wir eine Staatsquote von deutlich über 50%. Das ist schon sehr problematisch. Das nächste ist, man diskutiert jetzt über das Bürgergeld. Und ja, wir haben Bürger am Überforderungsmaximum letzten Endes, was die Abgabenlast angeht. Also wenn man das mal sauber durchrechnet, die indirekten Steuern einbezieht, GEZ und wirklich mal alles, was in die staatlichen Töpfe fließt, dann sind wir bei 68-70%. Nageln Sie mich nicht fest, das liegt natürlich auch an den Präferenzen eines jeden Einzelnen. Also wir haben deutlich mehr Staat, als wir uns eigentlich leisten wollen würden. Ist das noch gerecht? Ja, also in der Tat, Gerechtigkeit als staatliche Aufgabe ist für sich genommen schon ein Problem. Und ich würde sagen, dass sich, sobald sich der Staat über die Aufgaben noch hinaus entwickelt, die er sozusagen als Grundleistung auch natürlich erfüllen muss, sofort Gerechtigkeitsprobleme auftauchen, weil er ja automatisch in die Eigentumsrechte der Bürger eingreifen muss. Und dafür braucht es Legitimation. Ja. Und das Problem ist letztendlich, je mehr er das macht, desto weniger Legitimität dafür hat er. Ja. Und er selber ist ja relativ unproduktiv, wenn man die Umsetzung der Projekte an sich ansieht. Das heißt, letztlich leidet auch die gesamte Produktivität der Volkswirtschaft zum einen und zum anderen muss man ja auch Wohlstand schaffen, anstatt ihn nur umzuverteilen. Das genau. Ist etwas provokant gesprochen. Aber. Und das ist, glaube ich, auch ein zentrales Problem in der Gerechtigkeitsdebatte. Es wird ja immer so getan, als wenn man die Probleme dadurch lösen könnte, dass man einigen wenigen Reichen ein bisschen was wegnimmt, kriegen die gar nicht mit. Mhm. Und dafür löst man aber ganz fundamentale soziale Probleme. Mhm. Und es hat eigentlich immer wieder gezeigt, dass das gar nicht der Realität entspricht, sondern dass eigentlich insbesondere die produktive Mittelschicht, auf die es ja in einer freien Gesellschaft ankommt, dass die darunter leidet, wenn der Staat zu sehr eben eingreift. Und deshalb, ja, auch das ist natürlich ein Problem. Der Staat hat dieses Gerechtigkeitsdefizit, insbesondere gegenüber der Mittelschicht. Mhm.
Verkürzt der Staat Gerechtigkeit auf Verteilungsgerechtigkeit? Oder neigt er gerne dazu? Ich glaube, dass das Thema Verteilungsgerechtigkeit zu stark betont wird. Grundsätzlich, und das meine ich, ist in einem demokratischen Rechtsstaat ja auch durchaus geregelt, ist eben die Gerechtigkeit der Prozesse wichtig. Ja. Also wir haben ja schon durch die soziale Marktwirtschaft erstmal den Rahmen, dass wir sagen, wir brauchen einen Rechtsrahmen, der für alle verbindlich ist. Wir brauchen auch die entsprechenden demokratischen Regeln, wie Macht errungen und verteilt werden kann. Also da sehen wir Gerechtigkeitsbegriffe, die sozusagen nicht nur Verteilungsgerechtigkeit sind. Ja. Aber wenn es dann in der Tat um so Fragen geht, wie jetzt das Bürgergeld oder eben auch die Regulierung, die Steuersätze, dann ist der Staat sehr stark von einem Verteilungsgerechtigkeitsthema geleitet. Und dadurch, dass ja auch die Prozesse jetzt nicht unbedingt in der Debatte sind, haben wir eben auch in der politischen Debatte sehr starken Fokus auf Verteilungsgerechtigkeit. Wenn wir jetzt mal von der Minimalstaatsposition ausgehen, innere, äußere Sicherheit, ein Rechtsrahmen. Der bekannte Ökonom Roland Bader, der auch in Freiburg bei Hayek studiert hat, sagte immer, ja, er wäre Minimalstaatsbefürworter, aber die Anarchokapitalisten haben die besseren Argumente. Er zielte so ein bisschen in diese Richtung ab, dass jeder Minimalstaat irgendwann dazu tendiert, zum Maximalstaat zu werden, so wie wir das jetzt so fast erleben. Wie würden Sie diese Position beurteilen? Ich habe für die österreichische Position, die in den Anarchokapitalismus geht, insofern eine Sympathie, dass ich es für ein sehr interessantes Gedankenexperiment halte. Und ich selber habe zum Thema Geldprivatisierung promoviert. Ich bin jetzt aber zum Beispiel nicht der Auffassung, dass wir innerhalb der nächsten 5 Jahre ein Privatgeldsystem haben werden. Trotzdem ist es wichtig, sich mit diesen Gesetzmäßigkeiten auseinanderzusetzen. Für die praktische Politik bin ich der Meinung, dass es eben auch keine klaren, reinen Lösungen geben kann. Da sind wir sozusagen selber in der Gefahr, zu konstruktivistisch eigentlich zu werden, ja, sondern dass wir da ständig in Aushandlungsprozessen sind. Ja. Und die Ergebnisse müssen mehr besser als schlechter sein. Das wäre eigentlich schon der höchste Anspruch, den ich an Politik hätte. Sie haben eine Geschichte so als Fixstern, so als Idee. Es darf vor allen Dingen keine Tabus geben, was diese Diskussion angeht. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Das ist aus Ihrer Position deutlich geworden. Aber Sie wollen sich auch an dem real Umsetzbaren orientieren. Genau. Also das halte ich gerade jetzt auch aus liberaler Sicht für wichtig, dass man nicht alles einfach abschreibt und sagt, oh, das geht ja sowieso irgendwie in die falsche Richtung, da brauche ich mich jetzt gar nicht mehr einmischen. Ich kümmere mich jetzt darum, wie ich sozusagen rein theoretisch mir vorstelle, wie Privatrechte unangetastet bleiben. Ich glaube, dann verabschiedet man sich zu früh aus der politischen Debatte und hat ja letztendlich auch immer noch die Chance, in einem politischen Prozess relativ bessere Ergebnisse zu schaffen. Ja. Herr Kleinhayer, Sie haben einen interessanten Beitrag geschrieben, der den Titel trägt, das Klischee von der Gerechtigkeit. Und Sie analysieren in diesem Beitrag, den wir auch unten verlinken, eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Was ist Ihr Kritikpunkt an dieser Studie der Bertelsmann Stiftung zum Thema Gerechtigkeit? Also ich bin auf die Studie aufmerksam geworden durch das Medienecho. Ja. Und die Schlagzeilen liefen so nach dem Motto, die Deutschen wollen, dass die Reichen mehr besteuert werden. Und da habe ich mir so gedacht, ja gut, was für eine Überraschung. Das musste man eigentlich jetzt nicht nochmal in einer Studie feststellen. Ich habe sie mir mal näher angeschaut und habe auch dann, so lautet ja auch der Titel, das Gefühl gehabt, dass eigentlich ein bestimmtes Klischee da einfach aufpoliert wird. Ich will gar nicht bezweifeln, dass wirklich die Mehrheit der Deutschen glaubt, dass das ein gangbarer oder sinnvoller Weg wäre. Nur ich habe dann schon den Eindruck in der Studie gehabt, dass das sozusagen politisch versucht wird zu verwenden. Es stehen da auch so Sätze drin, wir brauchen mehr Gerechtigkeit, um die Leute in der Transformation mitzunehmen. Und da kommt natürlich schon ein sehr normativer Charakter draus. Ich würde also sagen, das ist nicht unbedingt reine Wissenschaft, was die Bertelsmann Stiftung macht, ist eigentlich Politikberatung. Es ist interessensgeleitete Politikberatung. Das hat seine Legitimität, aber da darf man sicherlich auch mal einen Gegenentwurf platzieren, eben andere Gerechtigkeitsvorstellungen. Ja, ist ja auch leicht primitiv, wenn man immer in diese Neiddebatte geht an der Stelle. Das ist, glaube ich, ja, ich glaube, Neid ist ein großes Thema, leider in Deutschland. Keine schöne Charaktereigenschaft. Nein, absolut nicht. Aber neben dem Neid, ich glaube, wir sagen zu schnell immer Neid, es sind auch handfeste politische Ideologien.
Also auch die Leute, denen es selber eigentlich ganz gut geht, neigen manchmal dazu, diesen sozialistischen Fantasien anzuhängen. Insofern klar Neid, aber eben auch Ideologie. Ja, ist denn die Forderung nach mehr Verteilungsgerechtigkeit akademisch bemäntelter Populismus? Nein, so stark würde ich das nicht formulieren. Also wie gesagt, das ist letztendlich Politikberatung und wie gesagt, das kann man so machen. Und solange man dagegen auch seine Stimme erheben darf, ist das auch vollkommen in Ordnung. Nur, und das ist eben das, wo ich der Meinung bin, dass man das auch sagen sollte, man darf ja nicht so tun, als wenn wir im Prinzip in einer ungerechten Welt leben würden. Und man darf eigentlich auch nicht so tun, als wenn wir in einer kapitalistischen Welt leben würden. Wir haben bereits, Sie haben das mit der Staatsquote angesprochen, schon so ein erhebliches Mischsystem. Und jetzt sozusagen so zu tun, als wenn nur einfach eine neue Steuer jetzt Gerechtigkeitsprobleme lösen würde, das ist viel zu knapp gedacht. Ja, zumal ja dann gleich wieder die Bildungsgerechtigkeit kommt und irgendeine andere Gerechtigkeit. Das Problem ist doch dies. Es gibt nicht die Gerechtigkeit. Es gibt ganz viele Gerechtigkeiten. Man kann ja hinter jedes Wort Gerechtigkeit schnallen. Kann man damit nicht Gerechtigkeit auch ad absurdum führen? Ja, in dem Maße, in dem eigentlich in der Politik immer Begriffe so weit benutzt werden, bis sie schlicht und ergreifend sinnentleert sind. Hayek hat das ja gerade am Beispiel Gerechtigkeit und dieser Wortkombination soziale Gerechtigkeit auch ganz schön gesagt, ja, dass man letztendlich dafür alles verwenden kann. Und ich glaube, wenn man Gerechtigkeit mal ganz anders begreift und so auch vom Individuum kommt und sagt, Gerechtigkeit ist ja zunächst einmal eine Verpflichtung von einem selber, dem anderen gegenüber entsprechend zu behandeln. Ja. Das ist ja also zunächst einmal wirklich ein Anspruch und kein Recht. Ich habe zunächst einmal die Pflicht, den anderen so zu behandeln, dass er korrekt behandelt wird. Und dann hochgehoben auf die staatliche Ebene, der Staat muss sicherstellen, dass in diesem Rechtsrahmen diese freiwilligen, von Gerechtigkeit geprägten Handlungen möglich sind. Ja. Justitia est fundamentum regnorum. Gerechtigkeit ist das Fundament jedweder Regierung. Gilt das auch für die Wirtschaft? Das kommt, glaube ich, von dem Clemens von Galen. Genau, sehr gut. Ja. Der hat eine sehr imposante und sehr mutige Predigt, also seine ganze Figur war sehr imposant. Er hat natürlich in Zeiten größten Unrechts sozusagen ein starkes Plädoyer für den Rechtsstaat gehalten. Ich glaube, dass das in der Wirtschaft, gerade wenn man jetzt sich das vor Augen führt, wie viel Unrecht natürlich auch im Privaten passieren kann, auch wichtig ist. Es knüpft ja, diese Weisheit knüpft ja letztendlich an den heiligen Augustinus an. Und ich habe sehr stark in Erinnerung die Rede von Papst Benedikt damals, ja, im Bundestag. Er hat, glaube ich, sowas gesagt wie, also Augustinus zitiert, ja, nimm das Recht weg, was ist der Staat dann noch anderes als eine große Räuberbande? Mhm. Und die Wirtschaft, also es gibt auch privatrechtliche Räuberbanden natürlich, auch ja, da gibt ja es Gerechtigkeit, da gibt es Regeln. Wichtig ist aber, dass die Handlungsprinzipien in der Wirtschaft natürlich nicht staatliche Handlungsprinzipien sind. Weil wir in der Wirtschaft zunächst einmal eben die Privatrechtsordnung ja haben, also über die Eigentumsrechte auch andere Beziehungen miteinander pflegen. Also insofern denke ich, im Rahmen der Rechtsordnung ist das Unternehmen selbstverständlich an Gerechtigkeit gebunden, aber die Entscheidungen, die das Unternehmen fällt, sind nach der Gewinnmaximierung zu treffen und das hat wiederum in sich eine Gerechtigkeit. Sie haben es schon angeschnitten, das Thema Geldsystem. Wie marktwirtschaftlich das sein kann, wenn der Zins festgelegt wird und wenn die Zentralbank in verschiedene Märkte eingreift, das sei dahingestellt. Das ist jetzt auch heute jetzt nicht unser Thema. Insofern würde ich lieber über die soziale Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit an der Stelle sprechen und den Gini-Index ins Spiel bringen und speziell den Zeitraum nach 1971 beleuchten. Und dann stellen wir fest, dass im Zuge der Nachkriegsprosperität die Ungleichverteilung von Vermögen und Einkommen sich deutlich verbesserte. Also die Welt wurde deutlich gerechter. Das ist jetzt bezogen auf die USA. Mhm. Mit der Abkehr vom Goldstandard kehrte sich das um, und zwar dramatisch. Ja.
Also, wenn Sie das Thema Gerechtigkeit in dem Zusammenhang betrachten, dann glaube ich auch, dass das Geldsystem, wo wir es jetzt haben, ein Ungerechtigkeitsproduzent ist. Und es ist eben kein marktwirtschaftliches Geldsystem. Und ich bin allerdings kein unbedingter Freund von diesem Gini-Koeffizient, weil ich der Meinung bin, dass Gleichheit und Gerechtigkeit zwei ganz verschiedene Paar Schuhe sind. Ja. Und wenn man eben von dem Gerechtigkeitsbegriff einer Prozessgerechtigkeit ausgeht, muss man erstmal schauen, wie kommt diese Ungleichheit zustande. Und in einem Fiat-Geldsystem hat man natürlich das Problem, dass man Ungerechtigkeiten oder wirtschaftliche Ungleichheiten künstlich erzeugt und die nicht unbedingt Marktergebnisse widerspiegeln. Und deshalb denke ich, ist es insgesamt natürlich eine problematische Entwicklung. Ist auf jeden Fall nicht keine leistungsgerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen. Ja, auch da wieder differenzierter. Also letztendlich, wir haben ja schon auch Märkte, wir haben ja schon auch Unternehmertum. Man kann also jetzt nicht sagen, alles, was wir jetzt sehen, hat in irgendeiner Form, hat, also es ist ja kein planwirtschaftliches Ergebnis. Aber auch hier wieder die Prozesse. Wie weit gehen wir immer mehr eben in diese Richtung? Und da kommen zum Beispiel auch so Themen wie ESG oder so, die immer weiter in dieses freie Unternehmertum eingreifen und dadurch natürlich tendenziell ungerecht sind. Ja, und es ist natürlich auch relativ einfach, wenn man schon ein ordentliches Vermögen angehäuft hat, das zu verpfänden, damit wiederum zusätzliche Immobilien zu kaufen und so weiter, zu günstigen Zinsen natürlich noch, und damit die Preise nach oben zu treiben und Kapital zu, oder Werte zu akkumulieren. Also wir haben hier im Research Institut seit, ich glaube jetzt seit 7, 8 Jahren, haben wir den sogenannten Flossbach von Steuervermögenspreisindex, wo wir genau das eigentlich schön zeigen, dass man zum Beispiel als Immobilienbesitzer selbstverständlich ganz anders profitiert als jemand, der eben keine Immobilie hat. Und man kann diese Preisentwicklungen durchaus auf inflationäres Geld zurückführen. Nicht komplett, aber zu einem großen Teil. Und ja, genau, das sorgt dafür, dass in der Gesellschaft Ungleichheit sich vergrößert in einem Maße, wie sie nicht einem Marktprozess entspricht. Ja. Inwiefern hängen Gleichheit und Gerechtigkeit nicht miteinander zusammen? Wenn man den Politikern zuhört, gewinnt man ja doch den Eindruck, man generiert Gerechtigkeit, indem man mehr Gleichheit herstellt. Ja, ich glaube, dass das ein sehr fundamentaler Irrtum ist. Menschen sind ungleich, im Gegenteil, wir sind gerade dadurch, dass wir so verschieden sind, ja auch interessant. Ja. Auch die wirtschaftlichen Prozesse laufen sehr unterschiedlich ab. Ja. Nicht nur sozusagen die eigenen Entscheidungen, die eigene Verantwortung, sondern eben auch viel Glück oder Unglück. Nur Glück und Unglück. Oder Schicksal. Oder Schicksal. Und das sind aber keine Gerechtigkeitsfragen. Nein. Und das wird leider konzeptionell miteinander vermengt. Vermengt, ja. Ja, lieber Herr Kleinhaier, danke Ihnen für die Ausführungen und für Ihre Gastfreundschaft. Wir freuen uns auf das nächste Thema, das wir mit Ihnen dann besprechen werden, und bedanken uns auch bei den Zuschauern, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bitte beim nächsten oder das Video teilen mit den Freunden und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Vielen Dank.